Wir sind gerade in einem verlassenen NATO-Bunker, obwohl der ganz schön warm ist und wir haben draußen Eiseskälte. Und seid gespannt, was wir sehen werden. Ich bin unterwegs mit dem Leon und mit dem Taco und mit dem Stefan. Und wir sehen uns nach dem Intro. So Leute, wir sind bereits drin. Sieht schon echt mega aus. Hier ist der Taco. Ah, geh mal rein. Ja. Jetzt durch irgendwelche Schleusen durch. Geil, das ist die komplette Ausstattung da. Ne? Das ist auch original. Guck mal hier. Wo ich denn noch? Mach mal gerade Licht aus. 1, 2, 3. Licht aus, komplett Licht aus. Ach, warte mal, ich hab noch Licht an. Das ist so krass, ne? Die komplette Notbeleuchtung. Seht ihr das? Man, ja, das sind die Türen. Phosphorfarben. Ja. So warm hier drinnen, ne? Das ist sehr warm, ja. Beheizt. Ich glaube auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Strom vielleicht auch geht. Ja. Du stehst hier gerade. Ich habe echt ein unwohles Gefühl. Lass uns nur mal Strom durchziehen, bitte, okay? Mach mal. Alter, ehrlich, da kriege ich Katakomben. Komm, wir machen jetzt erstmal einen Kaffee. Der sollte atombombensicher sein, heißt es. Also echt, das Ding ist ja 3 Stockwerke hier unten, ne? Also mein jetzt gerade. Aber was mich wundert, dass da vorne so viel Wasser stand und hier jetzt so gar nichts mehr. Was? Ach so, boah. Das war der Ring, der hier die Geräusche gemacht hat. C für Ankleideraum. Was ist der Ankleideraum? Taco, hättest du gedacht, dass wir das noch auf der Tour erleben? Nee, hätte ich nicht. Ich denke mal hier auf die Klamotten rein. Eventuell, wenn du eine ABC-Alarm hast und kontaminiert bist. Oder so. Ich wollte gerade sagen, vielleicht zum Dekontaminieren, dass du wieder reinschmeißen konntest. Ohne Scheiß, ganz kurz hier in Gedenken an Berghand. Also nicht, er ist nicht gestorben, aber er ist nicht dabei. Aber ich krieg trotzdem Katakomben-Vibes gerade, oder? Ja, dann ist es so. Der Strom, ne? Warte, der droppt die Uhr auf die Schalter und macht das Licht an. Meint ihr nicht, bei sowas könnte auch ein stiller Alarm sein? Das glaube ich nicht. Das ist halt auch ein richtiger NATO-Bunker. Alter, der fahrende Scheiße. Hier stehen noch irgendwelche Generatoren, irgendwelche dicken Motoren, um vielleicht so eine Lüftungsanlage anzutreiben. Easy Big Black Cork. Bitte beim Verlassen der Rolle das Licht ausmachen. Danke. Entschuldigung. Wir haben wieder einen Führer. Ich würde sagen, Rolle, wir sind vorne, führst uns mal hier durch. Diesen Zuschauerantrieb. Hättest du mal eine Fuß? Leon, jetzt erklär den Zuschauern nochmal, was da gerade los ist. Das ist heute das zweite Mal, dass ich einen richtig dicken Fladen trete. Ne? Von der Fladen. Richtig Hundescheiße flüssig. Ich habe die ganze Autofahrt fast gebrochen. Ja, wirklich jetzt. Die Leute, die den Vlog gesehen haben, die wissen es. Wenn du mit Leon auf Tour gehst, ne, ist er der Typ, wo so Klopapier am Fuß klebt. Der ist den ganzen Tag nicht mehr drauf. Schön. Guck mal, hier sind überall noch Feldbetten, beziehungsweise Pritschen liegen. Kopfauflagen, stell mal vor, hier oben. Ja, Leute, Oberleute. Ja, aber hier geht doch bestimmt
das regelmäßig kontrolliert oder so. Ne? Das wird doch nicht einfach nur hier rumstehen. Glaube ich nicht. Das ist Haltung verlassen. Aber hier muss doch auch jemand den Strom noch zahlen oder so. Das Land. NATO. Die kriegen ja, keine Ahnung, dass die vielleicht oben irgendwie auf irgendwelchen, in irgendwelchen Stromschaltschränken das da oben drin sehen, dass hier unten irgendwie ja, dann war, wo wir reinkamen, schon Licht an. Dann lief der Strom schon. Ja. Also den hast du nicht angebracht. Nee. Ja, lass mal, ich würde sagen, auch Licht lieber auslassen, sicherheitshalber, oder? Ja, komm. Also der andere, der rechte. Das war Alarm. Die hatten auch Druck lieber den rechten. Alter, wie geil, ich muss weiter. So, wenn wir jetzt das Licht ausmachen, müsste denn die Phosphorstreifen noch am Leuchten sein, jo. Alter, mega. Das sieht so richtig geil aus, hier ringsrum, auch an der Decke oben. Leuchtet halt noch dieser Phosphorstreifen weiter. Diese Notbeleuchtung, wenn der Strom mal plötzlich wegfallen sollte. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja, soll ich den Kuss geben? Nee, ich überlege gerade wegen Licht, fette Taschenlampe. Oh jo. Alter, sind das massive Türen hier auch. Falls ein Atomkrieg ausbricht, fahre ich hier hin. Das ist mir scheißegal. Ich fahre hier hin. Wir sollten noch Versorgungsgüter drin sein, habe ich gerade gelesen. Ich bin mal gespannt. Kann sein, dass wir noch ein paar Pakete 1070 für uns haben. Also ich muss aber auch sagen, vom Vandalismus her ist das hier nichts, ne? Das ist gar kein Vandalismus. Also wirklich nichts, ne? Die das machen, was sind die das? Sind das hier die Heizanlagen oder was? Keine Ahnung. Motorpumpenbetrieb? Beheizen und natürlich für die Stromaggregate. Ich glaube, wir haben diese Viertel, die ich auch noch mit zwei Stunden. Ich glaube, richtig nach Öl, deswegen. Hier steht, glaube ich, wann es zuletzt hier irgendwie gewartet worden ist oder sowas. Was 2012 auf jeden Fall zuletzt, ne? Also angefangen 1960. Warte mal, das ist 4. 6. Was steht da hinten? 21. Oder? Nein. 19.12. Ja. 2019. Ah, 14.07.2019. Ja. Da oben noch dieses riesengroße Lüftungssystem. Für diese riesengroße Tankanlage tatsächlich. Also Wahnsinn. Motorpumpe, die rot geöffnet, weiß geschlossen, Handpumpenbetrieb. Weiß geöffnet, rot geschlossen. Wir sind da noch ein bisschen aufpassen hier. Wir müssen aber in die andere Richtung weiter. Leuchtet nicht mehr so gut. Versucht die gerade mal sehr stark anzuleuchten. Ah doch, jetzt hier. Lange nichts, hätte nicht alles gesehen hier. Stollenberg, Köln, vom Bund. Von 1975, ne? Muss das sein? Könnte sein. 1275, 1275. Haben die Dinger ja zwischenzeitlich auch mal erneuert hier, ne? Oder? Ja, aber jetzt mal, guck mal, was die noch für einen Zustand haben, ne? Ja, deswegen, also es wird ja auch nicht aus den 60ern sein, glaube ich. Doch. Das meinst du? Ja, das war das. Alter. Krass, Alter. Ey, Leute, danke, dass ihr mich überredet habt, ne? Ja, ja. Ich sag euch ehrlich, Leute, wir haben wirklich, ihr müsst es mal bei Taco sehen. Der hat das alles überhaupt drauf. Taco, du hast das Gefühl alles, ne? Ja, wie wir noch diesen Autounfall gefahren sind, wo wir dachten, das ist Sicherheitsdienst. Wir sind hier seit 1-2 Stunden hier vor Ort. Haben gespottet, gescoutet. Und was habe ich noch gesagt? Ich habe gesagt, ich komme nicht mit, ne? Ja. Alter, ich bin doch mitgekommen, ne? Jetzt ist er da, jetzt hat er die Arschkarte. Jetzt ist es zu spät. Verschwärmen. Ja, mal ein Toilettenbereich. Und hier, was ist das für ein Gerät? Leute, was ist das? Irgendwelche Schubladen? Troisdorf. Irgendeine Anlage, vielleicht für Wasseraufbereitung oder sowas. Mit Wasser geht nicht. Aber ja, wahrscheinlich muss man das erst irgendwo einschalten, pumpen oder so. Okay, dann wird's feucht. Okay, Stefan sagt gerade, da hinten wird's ein bisschen nasser. Der Sumpf ist komplett abgesoffen. Guck mal, hier ein leichter Benzingeruch, der zunehmend stärker wird. Das hört sich aber alles sehr offiziell an, ne? Ja, irgendwie schon, ey. Ich
glaube, hier geht die Sache mit der Stromgeschichte los. Hier wird zwar ein paar Leitungen gekappt, aber ich glaube, da sind echt noch ein paar voll drin. Hier sind die Stromanschlüsse. Also da besser nicht rein gehen. Da hängen die Kabel teilweise noch runter. Oh, hier haben wir den nächsten. Ja, ich würde sagen, Sandfilter waren, oder? Ja, das könnte sein. Hier sind, ja doch, auf jeden Fall, das ist Wasseraufbereitung. Ist auch, die ganzen Tanks sind auch blau markiert hier. Hier riecht es merkwürdig. Ja, stand ja auch schön, ne? Wie Benzingeruch. Aber das ist kein Benzingeruch, oder? Nee, aber... Also ich glaube, hier könnten wir irgendwo das Wasser einschalten. Ne? Ja, ich denke mal, dass sie hier einen Brunnen drunter lassen. Ja, noch relativ tief gebohrt. Hier Brunnenpumpe 1 in Betrieb, nicht zugedreht. Baujahr ist auf jeden Fall von 84 hier. Sind hier schon drei Etagen runter. Armstrong. Warte, ich will die Wasserpumpe suchen. Jetzt ist hier eine Pumpe. Wenn, dann machst du zum Schluss. Du machst jetzt keine Pumpe an. Wirklich. Da stand was von Handbetrieb auf dem einen Schild da hinten. Geh an die Hose und mach einen Handbetrieb, wenn du so gerne irgendwo rumfummeln willst. Sieht man da oben hier. Alter, ey, der ist irgendwie so, ich brauch was, dass er jetzt anfasst, ne? Wirklich jetzt. Guck dir schon sein Grinsen an. Oh nein, Alter. Ich hab rein geleckt. Ja, gut, weiter. Wisst ihr noch, dass wir gesagt haben, wir müssen wieder kranke Aktionen starten und wir wussten nicht was? Ja. Jetzt wissen wir was. Aber was. Aber mega mit der Einrichtung, ne? Wirklich mega. Der Gang ist so gruselig, ne? Da hinten sehe ich gar nicht, wie weit es geht. Hier haben wir welche leeren Räume. Aber guck mal, hier ist, auch, hier ist dieser Pumpenschlauch, von, mit dem sie das wahrscheinlich mal abgepumpt haben. Hier kommt die Fernmeldetechnik. Oh. Ganze Fernmeldeeinrichtung. Wahnsinn, Leute. Wollte ich dir jetzt nur ein bisschen nicht drauf treten müssen. Aber hier ist die ganze Funktechnik bzw. Fernmeldetechnik, diese Telefonanlage, mehr oder weniger. Leute, guck mal, was das hier für Kabelpakete sind. Hier waren die Kameraden alle angeschlossen. Ja, ganz gut, dass hier noch kein Vandalismus ist, ne? Weil, ist wenn nichts. Hier Vandalismus wäre, dann wäre das alles schon längst hier raus. Ja, ja. Guck mal, hier konntest du, hier konntest du früher noch hier die, hast du die Klinkenstecker hier gehabt, dann hast du den hier rausgezogen, da reingesteckt und die anderen mit dem jeweiligen verbunden. Ach, das ist ja toll. Da standen dann hier ein paar Leute drin, die nur dafür zuständig waren, hier die Leitungen umzustellen. Das ist ja halt früher, wenn du telefoniert hast, ja, können sie mich mit dem und dem verbinden. Ja. Dann stand hier einer, okay, der will jetzt mit dem. Und dann hat sie hier eine Brücke gesetzt und dann konntest du zusammen telefonieren. Ja. Ich hab noch eine Stromversorgung gefunden. Original verpackt. Ach du Scheiße, original verpackt. Oh ja. Stefan, können wir die Anlage noch mal in Betrieb nehmen? Ja, ich würde sagen. Schmeißen wir gleich mal an die Riesen. Jetzt sagen wir, gehen weiter. Da können wir gucken, ob wir mal ins Internet kommen. Boah, hier. Gleichrichtergerät. Das ist irgendeine Art Umwandler oder sowas. Wahrscheinlich von Starkstrom auf. Ach, guck mal, hier hast du. Oh Gott, dieses Brett. Hier hast du noch so eine Art. Ah, guck, so von diesen Steckern. Aus, ne? Ja. Das ist jetzt allerdings eine Brücke oder sowas. Aber damit kommst du dann die verschiedenen Leitungen andocken. Raum zu Raum krasser. Guckt euch mal das hier an. Boah, Wahnsinn. Ich denke mal, das war so eine Überprüfanlage oder so, ne? Ein Schlüssel steckt sogar. Was? Ach ja, guck mal hier, da kann man ja, wenn ich jetzt hier umdrehe. Hör auf! Das ist einfach das Alarmsystem. Ja. Da konntest du dann gucken, in welchem Raum hier Alarm ausgelöst worden ist, und dann konntest du da schnell hineilen. Akustik ab. Guck mal, du konntest sogar die Akustik ausschalten, ne? Beziehungsweise vielleicht auch testen. Sollen wir mal Akustik testen? Du kannst mich am Arsch lecken, Alter. Schlaf doch was in eine Sirene hier. Doch, von dem lasse ich mich verunsichern, weil ich weiß, der macht das. Das war jetzt ein dünnes Eis, mein Freund. Ja, dann bin ich als Erster hier draußen. Leute. Die Schlüssel stecken noch. Ja, auch die riesen Trafos. Wahnsinn. Folgen wir mal schnell den anderen. Leute, guckt euch mal den Gang an hier, ne? Ich höre irgendwo Strom summen. Aber ich glaube, das ist hinter mir. Hier summt es, ne? Ja, guck mal rein, die Kiste läuft.
Tauchschalter sind eingeschaltet, Zähler läuft. Ah, jo. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hört, wenn ich mal gerade die Fresse halte. Guck mal hier, die Anzeigen gehen alle noch. Der Strom ist da, Leute. Ich will echt wissen, wer das bezahlt. Ja, schon Wahnsinn, Leute. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Strom arbeitet noch, die Hauptschalter sind oben, die Anzeigen funktionieren. Es liegt hier 255 Volt an. Auch hier der Verbrauch, ne? Wir sind gerade bei 15 Kilowatt die Stunde. Guck mal hier, gar viel. Ist das so, wenn man das so ins Verhältnis setzt? Also wenn du einen Heizlüfter hast, der hat 2000, oder Wasserkocher, der hat 2000 kW die Stunde. Wir verbrauchen gerade 15 hier. Das ist übel sparsam. Das ist verdammt viel. Hä, wieso? Wenn 15 kW? Für die ganz große Anlage hier? Ja, aber die ist ja nun mal mehr oder weniger tot. Ja gut, außer die eine Lampe, die da noch brennen und so. Ja, aber 15 kW, wo sind denn eine Lampe, ja, die... Ich weiß schon, wie du es eine Lampe hat 16 Watt und keine 15.000 Watt. Ja. Wenn es auch hier alles Glühbirnen sind. Leute, das ist interessant. Stefan, wir verbrauchen hier 15 kW gerade. Jo. Zieht deine Kamera aber ganz schön. Hier in der Ecke kannst du sehen, wie tief wir sind, aber leuchten nicht ganz oben rein. Achso, ist das hier der gute Eingang? Gucken wir hier nochmal rein. Hier wird es auch wieder ziemlich kalt. Hier sagt der Stefan, hier kann man nach oben leuchten. Ah ja, hier ist noch irgendwie ein weiterer Zugang, den wir theoretisch auch rausgehen könnten. Guck, hier ist das Schleppdach oben drüber, wo wir vorhin drunter standen. Das kann sein, ja. Wahnsinn. Transformationenraum. Da transformieren. Guck mal dahinter, da oben. Was ist denn an? Ich dachte, das wären Bücher, aber. Das sind diese Kopfkissen. Das sind. Nee, das. Doch, doch, doch. Was Schlagstift? Oh, das ist schön. Boah, wer hat denn gepupst hier so übel? Ich. Oh, schön. Guck mal, das ist. 12 Kilo, 6 bis 12, das ist eine, weißt du, was das ist? Was denn? Das ist eine Sicherung. Ah, okay. Guck mal, mit 25 Ampere bei 12.000 Volt. 12, also 6 bis 12.000 Volt. KV, Kilovolt. Boah, Alter, so krass, Mann. Das ist eine riesen Sicherung, Leute. Boah. Guck euch das mal. Boah. Auch hier wieder mit dem. Naja, das ist ein Trafo oder sowas, ne? Ah! Genau, ja, ich wollte mich gerade sagen. Ich habe Generator mit dem Trafo, steht da drauf. Ja. Krass, ey. Hochspannung, Lebensgefahr, haltet euch an den Ketten fest, ihr muss mit. Hochspannung, Lebensgefahr, Strom geht noch und überall Wasser. Also. Ja, aber ich möchte mal gern wissen, wo dieser hohe Stromverbrauch herkommt. Das ist echt viel. Geh über. Sauradau hier in der Mittagsruhe. Wir haben hier so Fernwärmetechnik. Da geht hier ein Stück weiter und hier ist die Telefonanlage drin. Oh, Saftflaschen wie damals in der DDR oder hier in den 70ern. Oh, jo, was älter. Ja. Ja, und hier ist wahrscheinlich die. Ja, hier ist die Anlage. Jo, hier ist die Telefonanlage und es ist noch alles komplett da. Leute, hier saßen mal Menschen und die haben hier die ganzen Verbindungen umgesteckt. Wahnsinn! So ein heil ausgestatteter Kühlbunker, ey. Der ist fast im Betriebszustand, das ist so abgefahren, ey. Ja, der ist echt super gut, ne? Hier leuchtet auf jeden Fall noch irgendwas rot. Guck mal, da ist eine Klingel auch dran oben. Geil, Leute. Ich könnte schwören, wenn ich auf diesen Knopf drücke, dass die Klingel anfängt zu klingeln, ey. Was, der rote, der leuchtet rot, der Knopf? Ja. Also der Knopf nicht, aber. Jo. Der leuchtet rot. Ich sag auch, wenn die hier reinkommen, ne?
Da verstecke ich mich da drin, ist mir scheißegal. Das ist mein Spot. Ich habe einen. Wir werden uns da alle drin verstecken, ineinander. Ja, ganz ehrlich, das geht aber klar. Ne? Sparbeleuchtung. Ab 20 Uhr einschalten. Das haben wir doch vorhin mal gelesen auf dem Foto, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, sparen wir. Scharf, wie sich hier echt die Wärme des Sommers gehalten hat. Sieht man da vielleicht noch ein Verfallsdatum drauf, oben am Deckel? Ist das einfach beheizt hier, bei der Temperatur? Nee, ich glaube, wenn überhaupt, hast du da oben Etikett und das scheint hier noch vor der Zeit zu sein. Ich nehme an, das ist wirklich Bundeswehrverpflegung, weil die hier auch so, ich mach mal so, aus der Nähe kommt. Einmal leise bitte. Okay, es sind tatsächlich nur unsere Stimmen, die sich in einem langen Gang... Da kommt jetzt nochmal eine Mannschaftsunterkunft, ich denke mal ein Bereitschaftsraum mit vier Pritschen. Was meint ihr, für wie viele Leute war das hier ausgelegt? Ich meine, man kann es ja auch anhand der Bettenzahl festmachen. Ich habe sogar was gelesen, ich glaube 150 oder 150 für 150 Leute. 150 hätte ich jetzt auch gesagt. Da kommt auch schon dezent der Boden hoch. Hier könnte vielleicht auch nochmal so eine Art Telekommunikationsraum gewesen sein. Vielleicht war ja auch nochmal so was Ähnliches wie drüben gerade, wo diese Wählscheiben dran waren. Boah, Leute, super mega interessant. Alarmglocke. Irgendwas verlockt mich da drauf zu drücken, Leute. Alarm! Alarm! Ohne Witz. Wahnsinn, Leute, guckt euch das mal an. Mega, einfach nur mega. Wie gesagt, hier oben die ganzen Kabel. Wäre das richtig lost, werden diese ganzen Kabel alle schon längst abgeschnitten und geklaut. Ich vermisse aber das Dieselaggregat und sowas wie Lüftung. Küche und Verpflegung. Genau, hat er auch für mich gesagt, der Typ Küche soll noch sein. Ja, wir haben noch nicht alles gesehen. Das ist die Treppe, wo man runtergekommen. Ja, dann lass mal dabei schon aber ausgehen. Ne? Ich glaube, wir müssen dann hier nur noch weiter mal geradeaus gehen oder sowas. Denk dran, wir sind nahe des Ausgangs, also nicht so super. Okay, ja, ja. Da hat er natürlich recht. Krass, guck mal, bei Nacht. Wie der Leon guckt. Alter. Vor allem, ey, ich dachte, das Geräusch. Ich dachte wieder. Und die beiden Kameras auf mich Leon, Leon hat wieder gedacht. Ich hab mich voll erschrocken. Ja, was denn? Geht's jetzt da rein? Also, wenn ich von hier gekommen. Mal, weil es soll hier noch eine Küche geben und sowas alles. Und wir schauen mal, ob wir das jetzt irgendwo finden, ob wir gerade irgendwo was übersehen haben. Mega einfach nur, das ist so ein Riesenkomplex hier. Hier sind wir auch auf jeden Fall lang gelaufen. Hier sehe ich unsere Fußspuren am Boden. Hier sind die Betten auf dem. Ja. Toiletten. Hier war. Der Lebensmittelvorrat und Küche. Guck mal. Ah ja, tatsächlich. Hier steht der Esch ja direkt neben dem Herd. Die haben die für irgendwie 60 Leute oder was gekocht oder für 100 Leute? Ja, also die Herd hat ja schon. Da machst du mal richtig Eintopf drauf hier. Ja. Muss mal eben mein Akku wechseln. Aber guck mal, Bruder. Ja, irgendwann. Wir echt? Nee. Ja, aber kein. Gleich noch kühl. Nicht deinen Scheiß ab. Ach du Scheiße, das funktioniert echt noch. Ja, guck mal, wenn ich hier. Warte mal. Wenn ich jetzt hier andrehe. Geht auf jeden Fall auch hier die rote Lampe an. Oh, das wird auf. Koch. Ja, wäre viel einfacher. Ja. Leute, ich muss das tun. Tut mir leid, aber. Geht nicht. Ja, was das abgedreht. Ja, die Pumpen sind ja aus. Wir müssen die Pumpen jetzt noch einschalten. Ich will es nicht echt machen. Boah, schau vor, wir nehmen also jetzt den ganzen Bunker wieder in Betrieb. Also ohne Scheiß von mir aus macht das mit der Pumpe, aber ich gehe vorher raus und dann möchte ich... Nein, nein, wir sperren dich ja hier ein.
So Leute, mal ganz kurz den Akku gewechselt. Jetzt gehen wir mal auch erstmal direkt weiter. Aber wir vermuten tatsächlich, dass wir alles gesehen haben hier. Also das war jetzt gerade die Küche gewesen. Also das Dieselaggregat kann eigentlich nur da hinten dann sein, wenn dann. Ne? Also hier, wo es hochgeht. Steht da vielleicht in irgendeiner Ecke da? Hast du mal geguckt? Da hinten in dem großen Raum. Ne? Ja, komm. Ja, nur Tanks. Also ich bin bis hinten in die Ecke gegangen. Ich wollte voll anwenden. Also, ich will halt auch nicht zu lang. Und hier der letzte Raum? Das, weil ich denke, ja, mal, das nochmal runterkommt. So. Tatsache, hier sind echt nur Unterkünfte noch. So Leute, Taco macht auch gerade die Ankündigung. Mega geil. So auch noch nicht erlebt. Wir haben scheinbar alles gesehen. Und wir gehen jetzt leise wieder raus. So Leute, wir gehen jetzt wieder raus. Er hat Angst, dass sein Kuhscheiße fällt, deswegen zieht er sich jetzt schon an. Du kriegst noch einen. Ich werde deinen Kanal nicht verlinken in der Beschreibung. Das ist... Ich fand ihn dein und das reicht dir. Ich kann es mir jetzt echt nicht nehmen. Oh, ich sitze echt auf die Klinge. Ich habe auf die Klinge gedrückt. Nicht so fett werden. Oh, Taco. Oh, ist doch okay. Ja, Leute, ihr seht nichts mehr. Aber ich würde sagen, gut, das war's gewesen. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, lasst 2 Daumen da. Wir sehen uns hoch im nächsten Video. Bis dann.